herzlich willkommen bei Part 5. So. Dann legen wir mal los mit Part 5. So, und runtergleiten mit Elastidon. Und heute ist unser Partner Frieflatz. Die meinten, jemand in meiner medizinischen Verfassung könnte kein Superheld werden. Mein Rücken, meine Nieren. Ich bin ein Wrack. Aber ich habe Entschlossenheit, Mut und diese Säulengeschichte. Also gleicht sich alles aus. Lass uns einfach das Signal aufspüren. Geschichten können wir uns später erzählen. Genau, die Geschichte kann man uns später erzählen. Das ist vermutlich nur eine Frage der Zeit. Mann, Rieflatz, die Geschichte kannst du später erzählen. Wie noch habe ich dir gerade erzählt eigentlich, Rieflatz. Mann, Rieflatz, ich hab dir noch... Okay. Gut, jetzt brauche ich Rieflatz. Und tabum! Und jetzt bauen wir hier einen riesen Magnet. Okay. Und jetzt haben wir hier hochklettern. So. Und hopp. Und halli hopp. So. Boah, ich habe schon viele Steine eingesammelt. Also ich würde, glaube ich, jetzt so viele Steine einsammeln, dass ich später auch dafür spare. So. Okay. Jetzt brauchen wir Elastidol. Und jetzt brauche ich gleich wieder Rieflatz. So. Ich kann jetzt schön hier zusammenbauen und ja. Halt, hier oben brauche ich Elastidon nochmal. Ich mache erstmal mit Rieflatz das hier. Ah, oh, gut, ich brauche eher Elastidon zweimal. Da mache ich jetzt einfach das hier. So. 2 von 100. So. Und jetzt muss ich noch mit Elastidon noch hier reindriechen. So. Okay. Und schon kommst du in der Lade für Twitch Trends. Du cooles Mimi Bauset. Und da habe ich gerade, ja, habe ich gerade Frieflatz dran gesehen. Da hat es gerade schon hier rausgekommen. Kann sein, dass er vielleicht den Frieflatz vielleicht dann gleich kämpft gegen den. Ja. Ja, oh, fertig geladen. Und die Tür ist offen. Rieflatz? Kannst du mal bitte die Tür aufmachen? Hallo, Rieflatz. Alles klar, wer ist da? Hier ist Elastidon! Große Hörtritt, Rieflatz! Ich glaube, Elastidon war gerade richtig sauerte Worte gerade eben. Sei still, wir sind vielleicht nicht allein. Ja, das glaube ich auch, dass wir nicht allein sind. Das war Absicht. Das war eben mit Absicht. Hoppala, da fällt was so runter. Okay. Upp, da fliegt noch die Gitarre runter. Ich schau mal, hier bin ich die Gitarre auf Seite schieben. Das sind noch hier noch eine Stolpern. Und da vorne brauche ich Bombensichtrad. Hier. Okay. Und da klingelt die Uhr. Aber ich glaube, gerade ist Teil zu Hause. Und wie es
Also es sieht so aus, dass gerade niemand zu Hause ist. Na ja. Ich suche hier lieber Arzt schnell. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis meine Knie Erholung brauchen. Ich schon Zeit, bis deine Knie Erholung brauchen. Na ja. Okay. Wir haben jetzt ein Spiel hier, wo wir Raumschiffe abschießen müssen. Und wir müssen 5 Raumschiffe abschießen. Dann kriegen wir bestimmt ein Meditit. Boah, ey. Boah. Leute, ich mache bei Lied Unglaublichen die 100% Yard. Und das nächste Spiel, wo ich dann auch bald anfange zu spielen, oh, ich habe mich gerade verlaut labern, habe ich gerade nicht aufgepasst. Also, immer dann 100% gespielt habe bei Lied Unglaublichen, dann als nächstes werde ich bald Leto City an der Tower spielen. Das ist das nächste Projekt, wo ich starte. Naja, kommen wir mal hier für noch 2 Raumschiffe. Also ein Raumschiff noch, dann habe ich diese Schaffe drin, die ich bestimmt ein Meditiert. Aber es ist schon cool, dass sie sowas reinprobiert haben. Ja. 5 Raumschiffe, da bitte mal, und 4 dritte ich. Ein Meditiert, oder? Da muss doch das allererste Meditiert geben von 1 bis zu 10. So, erlasset der Schritt nicht. Und jetzt nehme ich Riflatz. Na, haben wir eh bestimmt eh Riflatz frei zu schalten. Noch Thema renovieren. Ich falle ja immer hier wieder herunter. Also, ist schon mal ein Thema. Also, ernsthaft. Hier muss echt mal renoviert werden. So, aber erstmal muss ich jetzt mit diesem Riefplatz hier das durchschneiden und ja. So, jetzt den Stabot und sprint heraus und dann können wir das einsammeln. So. So. Komm, Riefplatz. Wir sammeln das jetzt mal ein. So, hier was ich machen muss? Nee. Okay. Ich glaube, hier kann ich nur ein paar Sachen kaputt machen. Aber ich glaube, mehr nicht. Nee. Ich kann auch Sachen kaputt machen, aber mehr nicht. Ja, ich kann ja nur alles hier kaputt machen. Weil hier kann ich gerade nichts zusammenbauen. Ich dachte, ihr würdet es jetzt anlöten. So. Wir schneiden jetzt da. Okay, da vorne brauchen wir eh. Also hier vorne brauchen wir eh Bombe. Damit kann man noch was anfangen. Ja, mit das haben wir was anfangen. Ja, da vorne brauchen wir Bombe mal wieder. Und das ist halt diese. Ich glaube, es ist eine. Ja, das ist eine hypnose Uhr, Leute. Mit dieser Uhr können wir Leute hypnotisieren. Aber Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen YouTube-Account dann abonnieren, wenn ihr wollt. Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen YouTube-Account dann abonnieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch einen Daumen nach oben hinterlassen. Und ihr wollt und auch gerne was hat ihr eigentlich für mein neues YouTube-Lotto? Wupp, dann ist auch kaputt die Hypnose-Uhr, okay. Und hier ist das letzte. Warum mache ich das hier kaputt? Ich muss das jetzt mal hier zusammenbauen. Das ist so die Schippe mit beim Starstellen. So, jetzt aber. Und jetzt haben wir hier ein Labyrinth. Und da haben wir eine Banane raus. Was für ein Chaos. Erinnert mich an Flash Zimmer. Ja, genau. Ich kann es auch kaum ertragen, was mich zuschmeißen. Ich habe selbst noch mein Verkaufungssammelkarte aus dem Jahr 58. Alles klar. Sammelkarte von Jahr 58. Ich weiß nicht, wenn ich mal richtig zuhören, was der Riefleist dran gesagt hat. So. Ich brauche das gleich Elastik da. Also. Dann kann ich auch gleich hier Elastik hier nehmen.
So, lass dich da. Und hopp! So. So, jetzt nehme ich noch ein Meditiert hier gleichzeitig. Und 2 von 10 Meditiert. So. Ich mache hier schon mal die Austern frei. Aber erstmal. So. Das ist der letzte. Was hat's? Hier brauchen wir auch Bombe? Ja! Warum war ich hier? Ich verstehe nicht. Ich will das hier zusammenbauen. Und was macht lasst ihr dann? Sie verwandelt sich in den Hüpfball. Naja. Ich verstehe auch nicht warum. Weil eigentlich kein Einsatz, Leute. Gerade nützt mir diese Form, wo ein Elastidol anzunehmen kann. Für was brauche ich gerade diesen Elastidol Hupfball eigentlich? Ja, so. Weil Elastidol kann sich ein Schiffball verwandeln oder die Arme richtig lang ziehen. Und ja, also wie der Name schon sagt, Elastidol, einfach elastisch. Okay. Ich glaube, der Schlüssel ist unter dem Teppich. Und das Teil kann das aufheben. Ja. Genau, richtig. Aber was ich komisch finde, es ist auch egal, weil das Teil hier aufbauen muss, denn... Okay, jetzt löst es. Alles klar. Okay. Weil ich glaube, wir können dann einfach so hier nicht ja das hochheben. Da brauchen wir das Teil bestimmt. Das hier, wo gerade liest. Naja, gehen wir jetzt mal hier rein. Mal sehen, was Greenslaver hier weggesperrt. Genau, was hat er hier weggesperrt? Hä? Greenslaver! Oh, da haben wir es, diesen Kampf, den Greenslaver. Komm, nimm das! Oh, nimm das! Alter, da kannst du dich teleportieren! Aber wir dürfen die Aufnahme nicht in das Licht anschauen. Sonst, so wie wir, also Reflex ist gerade hypnotisiert worden. Weil, das wird einfach auch nicht in das Licht anschauen. Weil sonst werden wir auch noch hypnotisiert. Und... Aber das ist nett, du dich immer hypnotisiert werden. Nett in den Lichttoten. Hallo. Ich will erstmal die Pflanze befreien. So. Nett dir nicht das Licht anschauen. Sonst werden wir noch hypnotisiert. Oder Beispiel, ich werde den Zeit für Matsch. Ja, nimm das, Greenslaver. Ah, da. Deine Hypnose wird nicht gegen mich. Bam. Deine Hypnose ist nichts weiteres. Dass du Latein hast. Aber bei mir klappt es nicht. So, jetzt ist das dein Schütze. Jetzt habe ich dich, Streamslater. Hallo, Streamslater, ich hab dich jetzt. So. Ach komm, jetzt hat er schon wieder den Rieflass hypnotisiert, aber... So... Ich glaube... Wir haben gleich... diesen Kampf damit gewonnen gleich. Die Lady ist schon mal richtig unter der Sorte. Oh, der Rieflass macht mich gerade kaputt, aber... Jetzt! Hallo! Streamslater, ich habe dich! Doch nicht! Jetzt aber, Streamslater! Mann, echt, ja, der tritt immer mehr den Riesen, Streamslater! Aber jetzt! Jetzt, nur ein Schlag und dann habe ich Streamslater, endlich! Puh. So, was? Komm, scheiße! Oh. Alles klar!
Warum läuft Zwischenleiter mit Pizza? Verstehe ich nicht. Ja, ich lasse die Pizza schmecken. Sie haben gesagt, es sei zerstört worden. Sie haben gesagt, das ist mein Auto! Okay, jetzt müssen wir Strinsleiter schnappen. Kommt uns aus dem Bild. Platz da. Wir müssen einen Kriminellen fangen. Ja, jetzt kommt. So, und Top-Bomb. Strinsleiter, wir haben dich gleich. Oh nein, 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 nein! Oh, komm schon! Okay! Jetzt brauche ich hier ein Lastikdoll! Zieh! Und zieh! Und zieh! Okay. Brauche ich nochmal ein Lastikdoll? Ein Lastikdoll, dein Hüpfball brauche ich gerade nicht. Ich brauche deinen Greifarm. Oder mach dich langweilig. Das ist ja auch dasselbe. Dreifarben oder Land machen. Aber hier war wichtig, sich Land ziehen. So, und... So, und noch unter beschmissen. Ja, okay. Bauen wir schnell was. Okay, ich baue was. Oh, das sieht, glaube ich, das sieht nach einer Kanone aus. Ich glaube, jetzt muss er lassen, dass ich, ja. Jetzt nützt immer was. Ein Zünftball. Er lasst die Doll. Zündschnur. Warte. Und Feuer frei. So, Feuer frei. Jetzt wird hier geschossen. Und Tabum. Bam, bam. Bam! So, jetzt! Komm her, Strinsleiter, wir treten dich! Strinsleiter, ich hatte die... Alter! Wir haben fast Strinsleiter! Wir haben den fast! Oh! Okay, Strinsleiter, wir haben dich gleich! Ja, versuch mal nächstes Mal, wir treten dich trotzdem. Okay. So, einmal brauche ich für den langen Arm von Elastidol. Und ziehen. Tabum! Oh, jetzt so ein Rieflatz, wir können wechseln. Und jetzt flitten wir runter. Wow, der steht aber jetzt abwärts. Eigentlich wird es doch ein Ja gewesen, das mit Nein. Aber ich brauche mal Elastidol, weil Elastidol muss sich ja sich lang ziehen. So, strittig, richtig lange Elastidol. Und nimmt das Meditit. Hallo? Oh, jetzt. 3 von 10 Meditit. So, Elastidol. Hopp. Hopp. Strinsleiter! Du! Kommst nicht, ich trete dich. Komm her, Strinsleiter. Hallo, Strinsleiter, ich trete dich. Elastigirl? Was war das? Habe ich Ihnen die falsche Bestellung gegeben oder was? Mögen Sie keine Sardellen? Wirklich? Was? Ich soll dir also glauben, dass du nur der Pizzabote bist? Okay, ja. Für wen halten Sie mich? Ich
helfe bei den Mathehausaufgaben. Ich biege das mit dem Freund hin und verhindere, dass sich das Baby in ein brennendes Monster verwandelt. Wie ich das mache? Indem ich gelassen bleibe, Baby. Ich glaube, ich brauche etwas Zeit für mich. Dann kann's losgehen. Du brauchst mehr als nur Zeit für dich, Bob. Du brauchst eine Neuausrichtung deines Lebens auf vielerlei Ebenen. Du musst mal so richtig um die Ecke denken. Höchst ungewöhnlich. Siehst du das, Robert? Faszinierend. Du siehst übel aus. Ich verstehe deinen Mangel an Schlaf und Kohärenz, Robert. Babys können alles sein, dein Kind ist keine Ausnahme. Er besitzt grenzenloses Potenzial, Robert. Tante Edna war die ganze Nacht wach. Jetzt siehst du in deiner Formenvielfalt großartig aus. Okay, The Street Slater war der Pizzaboten, also das war nicht der richtige Street Slater gewesen, weil das war der Pizzaboten. Also irgendwann trieb er schon den richtigen Street Slater, aber das mit Schätzchen, das Baby fand ich gerade lustig. Ein riesen Baby. So, und wir haben Brieflast freigeschaltet. Und wir haben natürlich fortsetzen. Eine schöne Party. Allen Gästen danken, die hier gefunden haben, um unsere Superhelden zu unterstützen. Soeben hat ein Weltgipfel mit Staatsoberhäuptern aus mehr als 100 der wichtigsten Länder der Welt beschlossen, Superhelden zur Legalität zu verhelfen. Wir laden Superhelden und Anführer aus aller Herren Länder auf unser Boot, die Everjust, ein, um die Unterschriftenzeremonie auf hoher See im Fernsehen zu übertragen. Los geht's! Alles klar, schöne Party! Okay, gut. Benutzt das Ding. Siehst du? Das sind die aktuellen Werte. Er ist da! Okay, komm raus. Yum, yum, Kick. Hey, Jack! Du hast mich erschreckt. Hey, du hast dich rausgeschlichen. Sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ich habe nur eine Verschnaufpause gebraucht. Sicher? Hast du Lust, dir die Beine zu vertreten? Also nur, wenn du möchtest. Ist schon gut, Boy. Das wäre wirklich nett. Na komm. Okay, das ist ja fertig geladen habe. Will ich dann auch die Part auch beenden, Leute. Und dann werde ich dann bei Part 6 damit dann weitermachen. Aber erstmal würde ich gleich den Part hier beenden. Den Part 5. So. Okay. Also, Leute, haut rein und schau. Wir sehen uns dann. Bei ein paar Sets wieder.